Kreinau. Unterhalb der Zugspitze befindet sich ein mystisch anmutender Wald, der die Fantasie beflügelt und uns zum Träumen bringen kann. In diesem Wald ist man von tausenden Felsen umgeben, die wie zu Stein gewordene Trolle hier liegen und teilweise von der Natur bewachsen sind. Andere wiederum werden erst erobert. Erste Zeichen des Bewuchses zeigen sich aber schon. Direkt am Wanderweg zum Eibsee bis nach Kreinau liegen diese Felsriesen im Gelände herum. Wirklich interessant ist, dass die Gesteinsart der Felsen nicht mit dem Gestein der Umgebung übereinstimmt. Aber woher kommen diese Felsen? Von dort oben, am Gipfel der Zugspitze, brach vor rund 3500 Jahren ein riesiges Felsstück ab und erzeugte einen Bergsturz mit einem Volumen von 350 Millionen Kubikmeter Fels und Geröll. Dieser querte den mittleren und östlichen Teil des Eibsees. Die geschätzte Energiefreisetzung bei diesem Bergsturzereignis waren ca. 2,9 Megatonnen TNT, das entspricht 220 Hiroshima-Bomben. Die Dauer des Ereignisses dürfte kaum 5 Minuten betragen haben. Danach herrschte wieder weitgehend Ruhe und statt der ehemaligen Wälder erstreckte sich eine 13 Quadratkilometer große Schuttwüste im Tal.